Eva? Guten Morgen, Kommissar. Verrätst du mir, was du hier machst? Ich habe mir diese Wohnung gemietet. Das Hotel war mir einfach viel zu anonym. Eine hübsche kleine Wohnung für uns zwei ist doch viel besser. Madonna mia, auch das noch. Eva? Entschuldige, aber hast du nicht eine Eigentumswohnung in Innichen? Wieso wohnst du denn nicht da? Nein, Kommissar, die ist zu weit abgelegen. Die totale Einöde. Und außerdem wird sich mein Deutsche hier sehr wohlfühlen, nicht wahr, mein Liebling? Na, was willst du? Los, schau dir dein Revier an. Tja, wir werden Nachbarn. Freust du dich? Nein, ich freue mich nicht. Ich kann mich nicht darüber freuen. Da, jetzt hat er mir auf die Treppe gekackt. Oh, weil er dich so gern mag, Kommissar. Entschuldige, aber ich bin nicht so praktisch veranlagt. Könntest du so nett sein und das Häufchen entfernen? Danke. Bitte? Frohes Einsammeln, Kommissar. Wenn einen der Hund mag, hackt er ihm vor den Eingang. Und wenn er einen nicht mag? Roger, hier ist dein Bier. Oh, danke. Soll ich anfangen? Ja. Alle mal herhören. Wir möchten etwas bekannt geben. Ich höre von hier aus zu. Nein, Papa, es ist besser, du setzt dich. Aber ich habe doch die Würstchen auf dem Grill. Komm, Roger, es ist wirklich wichtig. Leg los. Seid ihr bereit? Ja, lass hören. Also, Chiara und ich ja? haben nun endlich beschlossen, zu heiraten. Ihr wollt heiraten? Beruhige dich, was willst du denn? Setz Aber dich. Aber wovon wollt ihr leben? Setz dich und sei still. Aber ich verdiene schon Geld. Und ich werde sicher bald Arbeit finden. Sag doch auch mal was. Warum regst du dich denn so auf, Roger? Da kann man sich schon mal aufregen. Wir wollen ja auch nichts Aufwendiges. Nur wenige Gäste und alles schlicht. Naja, nur wir. Dann lasst uns auf beschlossene Sache anstoßen, ja? Was für ein Irrsinn. Ich hätte auch gern geheiratet. Auf uns. Also gut, aber wir beide reden später. Ja, wir beide reden später. Ja, ja, ist ja schon gut. Schluss jetzt. Hör mal, Pietro. Ich wollte dich etwas fragen. Würdest du mein Trauzeuge sein wollen? Mit Vergnügen. Danke. Entschuldigt bitte. Hallo? Kommissar? Gestorben? Ja, ich sag's ihm. Pietro. Das war Vincenzo. Er sagt, dass der Mann, auf den du geschossen hast, gestorben ist. Er will, dass wir sofort ins Kommissariat kommen. Gut, wenn das Ihre Entscheidung ist, nehmen wir sie zur Kenntnis. Ich bin mir sicher, dass auch der Kommandant die Konsequenzen dieser Entscheidung akzeptiert. Meine Herren, auf Wiedersehen. Was hatten die hier zu suchen? Es ist so, dass der Richter ein Verfahren gegen Pietro eingeleitet hat. Wegen fahrlässiger Tötung. Ja, spinnt er? Das war Notwehr. Ja, aber so sind die Vorschriften. Was sagt der Polizeidirigent dazu? Solange nicht alle Fakten überprüft sind, bin ich vom Dienst suspendiert. Pietro. Tut mir so leid. Das ist alles meine Schuld. Das ist nicht wahr. Du kannst nichts dafür. Fischer war der Einzige, der wusste, an wen mein Kind verkauft wurde. Ich werde ihn nie wiederfinden. Ich weiß noch, wie ich ihn im Arm gehalten habe. Und wie er mich angelächelt hat. Pietro, ohne meinen Jungen will ich nicht mehr leben. Das darfst du nicht einmal denken. Natascha, ich verspreche es dir. Wir werden dein Kind finden.
Wer wird dir die Sterne zeigen, mein Sohn, wenn du sie von diesem Schiff aus nicht siehst? Wer wird dir die Lichter vom Ufer deuten? Wer wird dich lehren, den Himmel zu betrachten, bis du völlig außer Atem bist?